darf Sie sehr herzlich im Modul 2 des EBMOOC Plus begrüßen. Dieses Mal dreht sich alles um Formate und Didaktik beim digitalen Lehren und Lernen in der Erwachsenenbildung. Wir bringen in diesem Video auf den Punkt, was digitale Angebote in der Erwachsenenbildung bringen, und wir klären die Frage, was man unter einem digitalen Format versteht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein digitales Lernangebot umsetzen. Sie werden sich im Vorfeld vielleicht fragen, warum überhaupt digital? Was bringt das? Was würden Ihre Teilnehmerinnen darauf antworten? Ich will lernen, wo und wann ich will. Digitale Lernangebote entsprechen der Lebenswelt von Erwachsenen mit beruflichen und familiären Verpflichtungen. Mit einem digitalen Lernangebot können potenziell mehr Menschen erreicht werden. Ich will mein Lernen selbst bestimmen und organisieren. Digitale Lernangebote ermöglichen ein hohes Maß an Selbststeuerung. Wenn nötig, ermöglichen sie aber auch die Unterstützung und Begleitung der Lernenden. Denn selbstgesteuert heißt nicht notwendig alleine. Ich will auf verschiedene Arten lernen. Im Rahmen digitaler Lernangebote können verschiedene Lerntypen angesprochen werden. Das fördert didaktische Vielfalt. Ich will mich mit Kolleginnen austauschen. Digitale Settings eröffnen neue Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten. Gemeinsames Arbeiten und Austausch trotz physischer Distanzen ist digital leichter denn je. Ich will die Entwicklungen der Digitalisierung verstehen und mitgestalten. Die Lebens- und Arbeitswelt von Menschen ist zunehmend digitalisiert. Um die Chancen dieser Entwicklung ausschöpfen zu können, braucht es einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien und Anwendungen. All dies können wir mit digitalen Lernangeboten potenziell leisten. Wir müssen aber immer im Einzelfall prüfen, ob das digitale Angebot im Vergleich zum analogen wirklich einen Mehrwert hat. Digital ist natürlich nicht automatisch besser, aber es bietet neue Möglichkeiten. Um diese sinnvoll zu nutzen, braucht es ein passendes digitales Format. Digitale Tools in der Lehre oder Lernmanagementsysteme allein sind noch kein digitales Lernformat. Erst durch ein mediendidaktisch durchdachtes Arrangement können Sie Ihren Mehrwert entfalten. Der Einsatz von digitalen Werkzeugen muss also im Vorfeld geplant werden und gut begründet sein. Erst bei einem didaktischen Arrangement, das digitale Tools und Lernszenarien in eine schlüssige Lernarchitektur integriert, sprechen wir von einem digitalen Format. Es gibt verschiedene Typen von Formaten. Traditionell kennt man reine Online- oder Präsenzformate, die durch das jeweils andere ergänzt oder angereichert werden können. In dieser Vorstellung geht man von einer relativ klaren Trennung zwischen Offline- und Online-Welt aus. Auch als sich der Trend in Richtung Verknüpfung beider Formate entwickelte, wie dies zum Beispiel im Blended Learning der Fall ist, bleibt die Trennung der beiden Welten aufrecht. Durch die Möglichkeit des mobilen Lernens verschmelzen diese aber zunehmend und ganz neue Formen des Lernens und der Vernetzung eröffnen sich damit. Besonders sinnvoll für die Erwachsenenbildung sind sogenannte Brückenformate. Das sind Formate, welche die Offline- und Online-Welt möglichst gut verbinden und die Etabliertes mit neuen Möglichkeiten verknüpfen. Möchten Sie passende Formate oder Tools für Ihre Praxis finden und vergleichen, können Sie dazu die Online-Anwendung Tool OSearch verwenden. Das Tool wurde speziell für Lehrende entwickelt, die mit wenigen Klicks passende Formate und Tools finden möchten. Die große bleibende Frage ist nun, was sich für uns Erwachsenenbildnerinnen in der Kursplanung konkret ändert, wenn wir digitale oder semidigitale Angebote umsetzen. Die Antwort ist,
Vieles von dem bleibt so, wie wir es kennen und wie wir es im traditionellen Planungsschema dargestellt haben. Aber einige Punkte brauchen auch etwas mehr Betrachtung. Das sind die Zielgruppe, die Ressourcen und die Methoden. Wie das genau geht, sehen Sie selbst in unserem Vertiefungsvideo.